So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Skyrim. Ein wunderschöner Freitag ist es. Gutes Wetter, aber nicht in Skyrim. Einfach mal gepokert, ob gutes Wetter ist. wir haben letzte Folge den Banditenanführer erledigt, um uns ein bisschen Knete zu verdienen, um endlich unser Eigenheim kaufen zu können. Denn ich habe das Problem, dass ich immer wieder zu schwer bin. Und wir haben halt die ganzen Drachenknochen immer dabei. Und wir können halt dadurch überhaupt nicht laufen, also nie was mitnehmen, wenn wir irgendwo sind. Und ich brauchte unbedingt dieses Haus. Aber es kostet halt 5000 Goldstücke. Und, naja, deswegen habe ich hier mal so eine Quest angenommen, um ein bisschen Geld ranzuscheffeln. Lydia ist wieder verschollen. Ne, da kommt sie. Und, ja, wir haben den letztens gekillt. War auch total einfach. Ich habe einmal beim ersten Mal einfach so durchgerusht. Kappa. Und Lydia musste mir helfen. Ja, jetzt gehen wir zurück und holen uns unser Kopfgeld ab, was wir erbeutet haben dadurch. Jetzt muss ich hier komplett einmal außen rumlaufen. Ne, hier. Bin ja schon da. Hallo! Lydia, kannst du das? Schaffst du das? Also ist es nicht so schwer? Lydia, komm schon, das sind drei... Ups. Das sind... I'm stuck. Komm, komm schon. Ach, Lydia, komm. Hallo? Okay. Naja, dann halt ohne Lydia gehen wir hier einmal durch das Tor in Richtung Burg. Ich meine, wir hätten auch eigentlich dahin springen können, aber muss ja nicht alles mit Schnellreisen machen. Ist ja kein Speedrun hier. Lydia ist durch wundersame Weise zu uns gekommen. Lydia, kannst du dir eigentlich mal was Schöneres anziehen? Ich meine, du läufst hier rum wie der letzte Krieger. Na, warte mal, das bist du ja. Entfernt eure Nacktheit aus den Blicken zivilisierter Leute. Nacktheit? Oh! Na, Brenuin, wie läuft heute die Bettelei? Naja, verspottet den Dorfbettler ruhig, so wie alle vom anderen. Besten Schmied als ob ich nackt rumlaufe. Hä? Dann beeilt euch. Ich will okay. Nicht, dass ihr mit eurem Gestank meine Kunden verteilt. Sorry. Das ist nicht gewollt. Ups. Scheiße. Oh Mann, Alter, als ob ich komplett nackt bin. What the fuck, einfach nur. Habe ich noch irgendwelche Kleidung an mir? Ich glaube, ich habe alles weggeschmissen, ne? Ich habe wirklich alles weggeworfen. Ich nehme nur den Helm, Handschuhe und Schuhe an. Wirklich, den Rest habe ich ja wirklich tatsächlich... Krass, scheiße, ich hoffe, das hat jetzt keine Nachteile. Ups. Dann werden wir erstmal von so einer Omi angesprochen, warum wir hier nackt rumlaufen. Hallo? Kinder, schaut einfach nicht hin. Ich diene Jarl Balgruuf als... Der ja. Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, ausgezeichnet. Ja, ihr einfach erledigt die Sau. Einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Wie glaube ich? 100? Ist das dein Ernst? Für 100? Besuch in Drachenfeste. Ich habe gerade für 100... eine ganze Folge geopfert. Uns fehlen 280 Gold. Scheiße. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Ach Mann, Hänger. Nicht Vater immer so negativ. Sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Bist du auch. Besucht ihr die Drachen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Ja, ich möchte dir ganz viel verkaufen. Oh, du hast kein Gold. Wenn ihr die entsprechende Bedarf habt, solltet ihr die Mann. Ich möchte doch nur ein Haus kaufen. Ich hab das Zeug. Aber nicht genug Geld. Man gibt mir immer so viel zu tun. Da bleibt leider nicht viel Zeit, meine Tochter so oft zu sehen, wie ich es möchte. Ja, verstehe ich. Seid ihr ihr schon begegnet? Ich bin kein Adrian. Mann, ich bin... Okay, der... Lasst eure Waffen in Anwesenheit des Jarl bitte stecken. Ey, machen wir. Ist kein Problem. Jarl! Die Götter über eure Kämpfe wachen. Ach, Mann, ey. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet,
Ich habe eine Stadt zu führen. Das ist total gelogen. Mann. Wo kann ich denn jetzt was verkaufen? Ach, so eine Kacke. Ups. Achso, die Waffen ziehen? Nackte Frau, die Waffe zieht. Als ob ich in einem Bikini rumlaufe. Okay. Ja, das können wir wegmachen. Ich weiß nie, wie ich. So, entfernen. Gut. Einsamkeit. Da können wir halt nichts verkaufen, glaube ich. Hof, blauer Palast, Ustengraf, Lager, Mortal. Hier hinten waren wir auch schon, ne? Himmelszuflucht, Kartspitze. Hier waren wir schon mal, ne? Nein? Aber da war ich. Ja, okay, dann gehen wir nach Makart und schauen mal, ob wir da irgendwas haben, wo wir noch ein bisschen Schmutz verkaufen können, um eventuell. Hallo? Darf ich durch? Bin nackt, aber ich bin nett. Bin ich der Naked Katzenrick? Der Naked Catrick. Hallo? What the fuck? Ich sterbe für mein Volk. Die Abgeschworenen sind hier in der Stadt. Alles zurückbleiben. Die Stadtwache von Markart hat alles unter Kontrolle. Das ist überhaupt nicht wahr. Die hat einfach gerade diese Frau getötet, Margaret. Ich kenne euch doch. Verdammt. Noch eine Leiche, die verschwinden muss. Er war hinter Margaret hier. Warum? Huch. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Bei mir ist alles top. Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ja, habe ich. Komplett. Ich war dort. Ich habe, er hat mich fast umgebracht. Warte mal. Ich muss es überhört haben. Es tut mir so leid. Ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden. Ja, das hoffe ich auch. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Okay. Hört dieser Zettel euch? Was soll das bedeuten? Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Aha. Wisst ihr etwas über den Angriff? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Mäh zu viel im Gasthaus Silberblut. Na gut. Ich gehe dann mal wieder. Mach das. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Ja, Moment, ich wollte aber. Zeit okay. Zu gehen. Hat er noch Geld? Hahaha, ich wusste es. Oh! Nee, warte mal. Die kann ich wieder weglegen. Aber. Ach, scheiße. Schon wieder zu voll. So. Haben wir was. Wie viel? Gewicht 1. Das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Kann ich hier was verkaufen? Hallo? Junge Dame? Geht weiter. Kann ich Ihnen was verkaufen? Er hat sie getötet. Ja, hat er. Vor meinen Augen. Ich weiß. Kanntet ihr sie? Wer war sie? Sie ist eine Reisende aus der Kaiserstadt. Jeden Tag hat sie sich nach Schmuck für ihre Verwandten zu Hause umgesehen. Ach nö. Warum sollte sie jemand töten wollen? Das ergibt keinen Sinn. Ich wollte eigentlich etwas kaufen. Tut mir leid. Ich glaube, ich kann momentan nichts verkaufen. Och, Mann. Was geschieht mit dieser Stadt? Wartet. Oder so. Ich kenne euch doch. Wartet. Hab ich Kopfgeld? Das ist ganz sicher kein Fehler. Oh doch. Ihr seid eine gesuchte Frau und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen. Aber wofür? Hä? Ihr habt mich gefangen, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. 5 Goldstücke? Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren, dann könnt ihr gehen. Hä? Was für goldene. Was wir für. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Könnt ihr mir nicht irgendwie was nehmen, was Gewicht rausnimmt? Das wäre viel besser, als mir irgendwelches 5 Gold abzunehmen. Ich brauche jeden Cent gerade. Die lesen. Die können wir aber mal eben lesen hier. Trefft. Ich sehe nichts.
Trefft mich beim Schrein von Talos. Begonnen, die Verschwörung der Abgeschworenen. Boah. So. Ich möchte aber ganz gerne, bevor ich jetzt hier mal weiterlaufen können hier. Okay. Nein! Das brauche ich wieder, muss ich mir gleich wiederholen. Okay, ich muss jetzt mal irgendwas wegwerfen. Hier, so ein Müll. Ja, wir perfekt. Kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Okay, nehmen. So. Hallo? Habt ihr diesen Irren gesehen? Habe ich gesehen. Ein Agent der Abgeschworenen. Hier in der Stadt. Okay. Ich wollte etwas kaufen. Nicht gesehen, wie die Frau vor uns Ach, Mann. Wir haben geschlossen. Ach, es tut mir leid. Das hat mir den Geschmack ruiniert. Mann, Mann, Mann. Ich wollte keine neue Quest. Was ist dein Problem? Blutig genug für euch, Fremdling? Wie bitte? Markart, ist das blutig genug für euch? Blutig genug? Nee. Doch, blutig genug. Dann kehrt dorthin zurück, woher ihr gekommen seid. Diese Stadt braucht und will euch nicht. Durch Markart fließen Blut und Silber. So ist das und so bleibt es auch. Verstehe ich nicht. Was meint ihr mit Blut und Silber? Der Name der mächtigsten Familie in Markart sagt alles. Silberblut. Sie haben okay. Eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Ach, außerdem so ist gehört das. Ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Okay. Und ihr lebt in Markart? Nein. Oh. Ich wohne in einem schönen Haus in Einsamkeit. Wo die Luft nicht vom Rauch der Silberschmelzöfen verpestet ist und meinen mit goldenem Haar meinen Schild polieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich. Ich bin das hier, seit ich die Bardenakademie verlassen habe. Mit ein paar Muskeln verdient man mehr als mit einer verdammten Laute. Die Silberblutfamilie bezahlt mich, lässt mich ein paar Schädel spalten und hält mir die Wachen vom Leib. Mehr brauche ich nicht. Ja, verstehe ich. Okay. Alter, wie schön. Das sieht echt sehr, sehr schön aus. Hallo, ich suche was, wo ich Schrott verkaufen kann. Hier unten sieht's mir doch irgendwie aus, als wenn hier irgendeiner was verkauft. Will ja nicht runterfallen, könnte schmerzhaft werden. Pass auf, wo du hintrittst. Hallo, ihr verkauft doch bestimmt was, oder? Was ist das? Ich bin... ein Nagel? So nennt ihr das also? Hä? In der Armee hätten wir es. Braucht ihr eine neue Klinge? Die besten Waffen und Rüstungen. Oh, Gottes Willen, jawohl. Ach, Kacke. Ach, Mann, da kann man jetzt nichts verkaufen. Oh, was hat die denn so? Holzkohle. Oh, nee. Ach, Mann. Mondstein. Okay. Kommt, wenn ihr etwas Geschmiedetes braucht. Ja, ich möchte ganz gerne Schmutz verkaufen. Aber irgendwie möchte das keiner hier, habe ich das Gefühl. So, okay, wir gehen wieder zum Anfang. Wir holen unsere Schriftrolle, werfen irgendwas anderes weg und versuchen die in so einem Zauber da oben in Weißloch zu verkaufen. Das muss doch irgendwie gehen. Warte mal. Das bringt ja gar nichts. Also, das ist die Schriftrolle. Wir kümmern uns um alles. Geht weiter. Jetzt nerv mich nicht. Ich suche meine Schriftrolle, verdammt. Ist doch hier abgelegt. Dies war doch nichts in dem Game. Stehen von Truhen. Lieder sind nur alte Erinnerungen, die dabei helfen, den Met schneller herabrinnen. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Hey, danke für die Info. Was haben wir hier? Gasthaus Silberblut. Gucken wir doch mal hier rein. Was finden wir denn hier? Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Ah, Zimmer. Almosen.
sagte Almosen, Schandmaul. Helft einem verkrüppelten Arbeiter über die Runden. Wie wär's mit einem Septim? Moment, sagen wir zwei Septim. Ich bin gar nicht. Nein. Was ist denn das hier in deiner Hand? Habt ihr etwas über Geld gesagt? Ja, einen ganzen Haufen. Seht ihr diesen Tempel? Da, ganz oben? Diese Frauen wollen unter sich bleiben. Lassen den armen Degain nicht rein. Nein. Nicht einmal zum Gucken. Aber die haben einen Schatz da drin. Eine Goldstatue in der Größe eines Kindes. Wer weiß, was sie damit machen. Aber ich weiß, was ich damit tun werde. Ich habe das Verschüttete weggewischt und frisches Bettzeug. Wollt ihr, dass ich es stehle? So sollten wir das nicht nennen. Wir wollen doch nicht, dass die Diebesgilde von uns Wind bekommt, was? Nein, ihr sollt einfach reinschleichen und versuchen, das Ding rauszuholen. Ich warte hier und zahle euch die Hälfte dessen, was mein Interessent in Rifton mir versprochen hat. Damit helft ihr einem alten Bettler. Den Göttlichen gefällt sowas. Hier die Statue aus dem Tempel von Dibella. Ist das der Tempel, den wir gerade, Ich will hier nur sauber machen. Ja, okay. Ungehübsch bist du auch. Wir streiten uns nicht. Mein Vater ist großzügiger, als er zeigen will. Er gibt mir jede Menge Taschengeld. Muss ich auch so laut mit meiner Frau reden, wenn ich verheiratet bin? Ihr braucht etwas? Nee, aber ich wollte einfach mit dir reden. Okay, geht nicht. Gut, dann reisen wir jetzt zurück zu Weißlauf. Boah, ich will doch nur dieses Haus, ey. Da ist die Schriftrolle! So, jetzt bin ich wieder viel zu schwer. Aber wir... Um Gottes Willen, jetzt habe ich hier so viel Zeug. Wir gehen wieder zurück. Mein Gott, ist diese Karte groß. Und zwar zur Drachenfeste. Schnellreisen ist unmöglich, da du überladen bist. Ach, komm! Ah, das ist doch... Hier. So. Wir das Nordmed getrunken. Jetzt können wir. Ustengraf. Drachenfeste. Ja. So. Jetzt gucken wir, ob der Zauberer endlich wieder Sachen verkauft. Ne, warte mal. Ach, scheiße. Der hat ja kein Geld. Deswegen haben wir nichts verkauft. Och, Mann. Es ist Nacht. Ich bin kurz davor, diesen Bug auszunutzen. Mir fehlt $300. Oh. Hi. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Mhm. Danke, das wusste ich schon. Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Achso, nee, wusste ich nicht. Keine Angst. Du interessierst mich nicht. Okay, die sind alle schlafen jetzt wahrscheinlich, ne? Ach, Mist, ey. Ach, Mann. Ach, ich will doch nur was verkaufen. Bitte. Oder so? Nein, Geld. Scheiße. Ob Drache oder Riese. Ach Mann, das ist ja mega blöd, ey. Ich muss es nicht klauen. Ich kann die einfach nehmen hier, die Sachen. Das steht nicht schließen. Oh. Da stand jetzt nicht klauen. Okay, das bringt mir halt nur nichts. Ich hätte einfach nur geöffnet. Stiefel. Okay, wenn ich hier nichts klauen muss, das ist ganz, also wenn ich hier, ne, also wenn das, Oh. Hi. Fallen lassen. Hallo. Was benötigt ihr? Ah, nichts. Wenn ihr mich Gold. Jetzt entschuldigen würdet, ich ja. habe eine Stadt zu führen. Ist kein Problem. Ich nehme euer Gold und kaufe mir dann bei euch ein Haus davon, okay? Wie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut? Oder könntet ihr... Was? Soll ich dich anschreien, mein Freund? Du fliegst im hohen Bogen. Drachenfeste Großstufe. Okay. Also wenn das jetzt wirklich so weitergeht, dass wir hier überall die Sachen wegnehmen können... Wo sind wir denn jetzt? Alter, wie geil. Wow. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Boah. Dachte, ich könnte mal da drauf springen. Ne, geht nicht. Boah, ja. Yeah. Weißt du, das sieht halt alles so schön aus. Und das Spiel sieht halt... Also es ist okay von der Grafik her. Aber es geht natürlich mit Mods und sowas halt deutlich krasser. Und dass das schon so geil aussieht, ne? Alter. Heftig. Echt sehr schön. So. Aber weiter zu unserer Mission. Wir klauen Gold, ohne es zu klauen. Die Mission gefällt mir nämlich sehr gut. Ja, Gemächer. Glaube... Ui. Hier, ich muss das alles nicht aufschließen. So, was haben wir hier drin? Weiß auf Erwachen, Rüstung. Hi, ich guck mal ganz kurz hier rein. Die müsste ich jetzt zum Beispiel klauen, die goldene Halskette. Kaiserliche Drachen, mir ist es egal, wen ich umlege. Lasst sie nur kommen. Diese Wachen sind sehr primitiv und dumm. Wenn ich das so sagen darf. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja. Alter, das könnte echt funktionieren. Naja, so, oh, das ist echt viel Geld. Aber es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Hallo! Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Ach, das ist er wieder. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht stehlen. Wir können mal ganz kurz hier wieder was weglegen. Das wollte ich nämlich nicht mitnehmen. Die haben wir nämlich schon. Das ist so eine Truhe. Sehr gut. Beistelltisch. Sehr gut. Okay. Okay. Hier wird nicht rumgetrödelt. Jetzt nerv mich nicht. Ich habe hier was zu tun. Und zwar habe ich... Ein feiner Hut. Ist das ein Apfelkuchen? Und hier noch? Gold. Boah. Muss ich den klauen? Nö. Haha, ist ja geil. Scheiße, was bist du denn? Stehlen. Ungewöhnlicher Schrei. Rene Urstein. Seinem Schätzer. Okay. Interessant. Bergmannskleidung. Achso, das ist ja gleich. Ich dachte, da unten könnte ich jetzt auch natürlich suchen. Hier, was haben wir hier? Nochmal Gold. So, 4813. Ah, 4187 brauche ich noch. Oh, hab ich jetzt? Ach, nein, hier wollte ich. Ich wollte wieder rein. Okay. Die Stadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde. Ja, das wäre natürlich top, ne? Mm. Ja, ist mega. Da pokere ich auch immer drauf, dass die Drachen uns endlich mal wieder angreifen, weil es ist. Holzkohle. Neben Silberbarren. Ah, Alter, der hat ja alles hier. Alles so teuer. Aber. Kacke, ey. Wir brauchen echt Geld. Habe ich hier schon reingeguckt? Ja, Hut und Stiefel. Und hier waren wir auch schon. Okay. Aber das war ja schon mal relativ erfolgreich. Was haben wir hier? Oha. Aufschließen Vitrine Meister. Alter. Okay, die Dietrich ging schnell kaputt, aber wir haben ein paar. Das kriegen wir hin. Wir müssen nur einmal die Richtung herausfinden. Ja, ist kein Problem. Wir haben 30 Dietriche, da können wir auch mal ein bisschen hier Risiko gehen. Okay, die Richtung war gar nicht mal so schlecht.
Okay, warte mal. Kriegen wir hin. Ha! Das müssen wir stehlen. Und es ist nicht mal schön, also es sieht gut aus, aber es ist halt nicht mehr teuer. Okay. Was war das denn jetzt? Das hat sich angehört, als wenn so ein falscher Soundfall kurz abgespielt worden wäre. Was braucht ihr? Oh. Dann bin ich einfach mal auf seinen Kopf gefallen. Ist die Frage, kann ich hier auch? Nee! Okay, das heißt, das könnte unser Durchbruch sein. Das könnte unser Durchbruch sein, Leute. Wir haben hier noch ganz viele Schränke. Die können wir... Oh, hier unten geht's auch noch weiter. Oh, Schränke. Und überall ist Gold. Gold, Gold. Wir schaffen es. Wir klauen uns unser Haus zusammen. Wir klauen uns unser... Ne, das ist blau und schlau gelöst. Lavendel. Okay. Oh, liegt auch nichts mehr rum. Jahlgemächer. Warte mal, da waren wir gerade, ne? Ne, okay, das ist der Keller von den Jahrgemächern. Oh, sehr gut. Immer tiefer rein, damit wir immer mehr Kisten finden können. Könnten. Hallo? Ist hier mal noch... Hier sind nur Vorräte. Das ist nur Scheiße. Okay. Öffne Tür. Hallo? Bett fremd. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Ja, das ist schön, das ist gut zu wissen, das freut mich für dich. Einfach mal so ein Geldbeutel, ey. Und noch mehr. Es fehlt nicht mehr viel, Leute, es fehlt nicht mehr viel. Wir klauen uns tatsächlich die Bude zusammen. Ah, hier geht's hoch wieder. Hallo? Ach, hier waren wir. Ach, wir hätten eben hier runtergehen können. Okay, warte mal, haben wir hier das schon... Nee, haben wir nicht. Ah. Das ist alles neu hier. Das ist alles neu. 4877. Oh, geil. Nein! Ah, verdammt. So, zack, aufgeschlossen. Ah, das müssen wir wieder klauen. Das ist so random irgendwie, was man hier klauen muss, was nicht. Hä? Das habe ich hier eben noch nicht wahr. Okay. Ja, dann gehen wir wieder zurück hier rein. Da waren ja noch mehr, glaube ich. Meine Nase fängt an zu jucken. Als Vogt. Das ist good to know. Nicht. So, dann haben wir doch hier bestimmt auch noch irgendwo irgendwelche Schränke. Hallo. So, der ist leer. Ja, ich öffne ihn trotzdem erstmal. Perfekt. Wurde? Nichts. Ah, hi. Sucht ihr die Drachen? Werft einen Blick darauf. Du hast bestimmt wieder Geld jetzt, oder? Oh ja, das hat er. Und ich würde sagen, finally bekommen wir endlich unsere 5000. Unsere 5000, wir haben's! Oh mein fucking Gott, endlich. Oh, ist das gut. Das tut gerade richtig gut. So, hier, gönnt ihr. Dann gib mir einfach alles. Redekunst verbessert. Weil ich Sachen verkaufe? Oh, ist das schön. Die kannst du auch noch haben. Wenn ach, ihr danke. Wenn ihr eine Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Und schon sind wieder nackt. Ich finde es auch so viel hübscher. So, endlich. Finally. Wo ist der Junge, der mir das Haus verkauft? Ihr werdet noch erfrieren. Nein.
Wo ist der Kollege, der mir ein Haus verkauft? Das ist viel wichtiger. Ich würde sagen, das sehen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Endlich haben wir unsere 5000 für unser eigenes Haus. Und wie es weitergeht, seht ihr am Dienstag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Tschüss.